Alexander, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen zur Tagesbotschaft fürs Kollektiv. Wir haben das Thema Vergebung. Wir haben das Thema Hobbys und schon wieder der Glücksfall. Ihr Lieben, das ist natürlich sehr konfus, ne? Das sind drei ganz unterschiedliche Dinge. Ruh dich aus, haben wir hier unten noch. Das führt vielleicht hier zum Ziel. Ich denke, dass sich hier sehr viel drum dreht, dass man sich selbst vergibt. Denn man hat hier sehr viel investiert. Man hat hier nicht umsonst die Qualität, ruh dich aus, kümmere dich um deine Hobbys, mach etwas, was dir gut tut. Möglicherweise hat irgendetwas oder irgendwer sehr stark eure Zeit beansprucht oder ihr habt euch selber nicht gut um euch gekümmert. Oder es gibt tatsächlich noch Themen, wo man ja dran rummacht oder hadert, weil sich das Vergeben nicht eingestellt hat. Das Vergeben ist ja so eine Sache, das seht ihr ja alle unterschiedlich und darf ja auch sein. Ich konnte damit auch lange nicht umgehen, weil ich immer gedacht habe, die Situation hat es nicht verdient, dass ich vergebe. Aber daraus resultiert halt auch, dass man sich selber quält damit. Also man rennt jetzt hier nicht hin und sagt, ich vergebe dir und das, was du getan hast oder so, das ist damit gelöscht, sondern man tut sich selber einen Gefallen. Weil wo man nicht vergeben hat, da ist sehr viel Wut, da sind Schuldgefühle, alles Mögliche, ne? Und es schleppt man selbst mit, nicht der andere. Der weiß es vielleicht gar nicht. Und es ist so schwer dann, die Energie ist sehr drückend. Und man ist auch wütend auf sich selbst, kennt auch jeder. Und es geht einfach darum, dass man sich selbst erleichtert, dass man seine Gedanken und Gefühle entgiftet, dass man keinen Groll mehr spürt, auch nicht gegen sich selbst, ne? Dass man loslässt, dass man sich eine positive Sichtweise aneignet. Und es geht ja auch darum, toxische Situationen zu verlassen. Ne? Hier kriegt die Energie eine andere Qualität. Ne? Sie ist erleichternd, es geht runter, man hat vielleicht auch wieder viel Zeit für sich. Ja, und mit dem Glücksfall, der fällt ja öfters mal. Und da ist es einfach so, dass die Karten uns etwas mit auf den Weg geben, das uns vielleicht auch mehr Freizeit haben lässt oder etwas zuspielt, wo wir speziell uns um uns kümmern können. Für einige ist es so, dass sie vielleicht auch das Hobby zum Beruf machen können oder sowas alles oder mit ihrem Hobby produktiv Geld verdienen können. Oder sich auch in Gruppen austauschen, auch das wäre möglich. Viele klagen ja auch darüber, dass das Umfeld sehr abgespeckt ist. Hier besteht natürlich auch die Gelegenheit, mal wieder Gleichgesinnte zu treffen. Mit dem Glücksfall kriegen wir auf jeden Fall den Hinweis, dass es eine Veränderung gibt, auch finanziell, dass wir erhört worden sind, dass es unsere Aufgabe ist, auch mit unerwarteter Fülle umzugehen und sie auf segensreiche Weise zu nutzen. Ich weiß nicht, manche Hobbys sind auch kostspielig. Ich stricke, da kannst du so einen Knäuel Wolle ganz günstig kriegen. Du kannst aber auch einen ganz teuren Knäuel nehmen, der dann eine viel bessere Qualität hat. Nur wer kann sich den leisten? Ne? So was alles kann das sein. Hier geht es auch darum, seine Mittel nicht zu vergeuden und die Dinge so zu tun, dass sie weiterhin Gesundheit und Glück im Leben unterstützen lassen.
und dass man sich nicht von irgendwelchen Fluktuationen in Finanzen stressen lässt, dass man die Kraft hat, ruhig zu bleiben, egal was passiert. Und wenn man Frieden ausstrahlt, kommt auch Frieden zurück. Und man darf ja auch mit einer gesunden Veränderung in den Ausgabegewohnheiten rechnen. Ist ja schon mal gut. Ne? Schauen wir ein bisschen weiter. Ich nehme mal die Karten von der Gabi Mokros. Das dürfen wir hierzu noch wissen. Die Schlange bringt ein bisschen Medizin mit, aber auch Verwicklung und ungute Situationen. Es liegt ja immer auch ein Stückchen weit an uns, inwieweit sind wir denn überhaupt bereit, ungute Situationen zu verlassen. Kann ja natürlich auch eine Wunde sein, die wir aus Familienthemen haben. Oder eine Verletzung, die es von der Mutter zum Beispiel mitgegeben hat. Hier beschneidet man sich einem Weg, der sehr verstrickt ist. Man löst den Knoten sozusagen. Wow, das ist die beste genesende Energie, die es gibt für mich, die Schlange mit der Sonne. Natürlich ist die Sonne unter dem Glücksfall auch die absolute Ja-Karte für etwas, was sich total in unsere Richtung entwickelt und einen Weg frei macht, den wir sonst vielleicht gar nicht vermutet hätten. Und es ist tatsächlich auch die Kombination der Genesung oder der Energie, die sehr genesend wirkt. Hier unten haben wir noch Neubeginn, ein neues Kapitel, eine Erfahrung aus Kindertagen, hier mit der Vergebung halt auch, ne? Aber auch so ein Hinweis, gibt es irgendetwas, das du in Kindertagen mal lernen wolltest und du hast es komplett auf die Seite gelegt oder es war nicht erschwinglich oder so? Das kann hier sehr gut sein, dass sowas mal wieder in den Kopf kommt oder wichtig wird. Und es ist Zeit, hier eine schöne Erfahrung zu machen, ja? Energie zu haben, die einem so Ruhe mitbringt und wo man nicht innerlich aufgewühlt ist, wo man einfach versucht, ein Stückchen etwas Interessantes, Neues auf den Weg zu bringen. Ich meine, viele, die hier gucken, wir sind eine andere Generation. Das ist halt die Frage, ne? War es früher überhaupt möglich, sich so dem Hobby zu widmen wie heute? Hatte man die Möglichkeit, hatte man die Mittel? Wahrscheinlich nicht. Ich als Kind bin noch viel auf der Straße gewesen. Da konntest du noch auf der Straße Federball spielen, ohne dass ein Auto kam, ewig. Du konntest Schlitten fahren mit Tüten, ne? So die Straße runter. Und dass da jemand reiten ging oder Klavierunterricht hatte oder so, das war eben denen gegönnt, die das Geld hatten oder die eben eine andere Bildung hatten. So war das damals. Und ich glaube, hier wird sowas nochmal in den Raum gestellt, dass man sich da überlegt, wo könnte ich denn hier nochmal ansetzen? Was kann ich mir denn gönnen? Was tue ich denn mit meinem Geld, wenn ich die Mittel dazu habe? Eine schöne Beschäftigung zu haben. So, wir nehmen noch eine Pflanze und dann lasse ich das für heute mal so stehen. Du bist ein Sieger und schon wieder haben wir hier die Kraft der Sonne, ne? Habe Mut zum Risiko. Der Ginster vertreibt alles Dunkle und erfüllt dich mit Licht, Kraft und Zuversicht. Also sei zuversichtlich. Spannend ist auch hier, dass wir die Kindheitsträume nochmal unten dran haben. Ne? Kann hier schon sein, dass man da nochmal was ausprobieren will, sich mit etwas beschäftigen, was man früher schon im Sinn hatte, aber niemals umgesetzt.
Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.